Ja, mir ist ein ziemliches Malheur passiert und was genau da passiert ist, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, es ist natürlich wieder der beschissenste Fall eingetreten, der nur passieren konnte. Wir haben vor kurzem ja eine gebrauchte Heutrocknungsanlage kostengünstig erwerben können. Das lief auch alles super und dann nach einer Stunde, anderthalb Stunde ist der Elektromotor von der Lüftung, also von der Turbine, abgebrannt, abgefackelt. Und somit konnten wir dann nicht trocknen und somit ist das ganze Futter dann, was wir da auf der Trocknung hatten, insgesamt 24 Rundballen unbrauchbar gewesen. In dem Moment, als ich den rauchenden Motor entdeckt habe, war ja nicht so geil. Also das war ja abends, irgendwann um, weiß ich, 9 oder 10 und ich bin kurz reingegangen, habe einen Happen gegessen. Und dann kam ich wieder rein und dann war schon alles verqualmt, ne? Und dann habe ich eben nur einen Feuerlöscher geschnappt, sicherheitshalber. Und habe dann alles ausgemacht und habe dann die Türen alle aufgemacht, damit er rausziehen kann. Und dann, ja, dann ging der Motor auch nicht mehr an. Ne? Und dann haben wir den Lagerdeckel abgeschraubt und dann konntest du auch sehen, dass da innen drin der ganze Lötzinn war geschmolzen. Also das hat schon richtig, richtig gebrodelt da drin. Ja, ist kein schöner Moment, ne? Das Problem war eben hier hinten am Anfang der Anlage. Hier war ja noch diese rote Turbine vor, also der Lüfter. Und davon ist der Elektromotor abgebrannt. Also das hier ist die Heizung, die Dieselheizung, wo wir eben die warme Luft produziert haben, weil mit warmer Luft trocknet sich's bekanntlich besser als mit kalter Luft. Und der Lüfter, der kaputt gegangen ist, hat diese Luft halt angesaugt und hat das dann in den Blechkanal reingeblasen und die Ballen getrocknet. Und das ging dann auch eine ganze Stunde, anderthalb Stunden gut. Und dann ist der Elektromotor abgefackelt. Der steht jetzt in der Werkstatt und wird da, ich weiß nicht, ob die neu wickeln oder komplett einen neuen Motor raufsetzen, je nachdem, was man auch an Ersatzteilen wiederkriegt. Aber ist jetzt sowieso egal, weil Heu kriegen wir dieses Jahr nicht mehr hin. Also da fehlen dann auch die nötigen Sonnenstunden, um das einigermaßen irgendwie anzuwelken. Also man kann ja jetzt nicht klitschnasse Ballen draufstellen, das schafft die Anlage gar nicht. Ne? Also das in der Zeit vergammelt das Futter, bevor das trocken ist. Und jetzt kriegt man das einfach nicht mehr hin. Das ist unmöglich. Also wir haben hier jetzt noch gute. Ja, jetzt müssen wir eigentlich noch so 180 Rundballen haben. Hier vorne ist noch das Luzerneheu und dahinter kommt dann das normale, ganz normale Wiesenheu. Und jetzt müssen wir halt ja, uns irgendwie kümmern, ne? Dass wir irgendwie Bioheu rankriegen in einigermaßen guter Qualität. Also Qualität heißt für mich eben nicht nur trocken, sondern dass da auch Inhaltsstoffe drin sind, ne? Dass wir da auch ein bisschen was von melken. Und das muss dann natürlich auch wieder transportiert werden. Und das ist auch wieder ein enormer Kostenfaktor dann letztendlich, ne? Hast du Krampen irgendwo oder einen Nagel oder irgendwas? Weißt du jetzt schon wohin mit dem? Nö, ich will das doch nur gleich zulegen. Kannst du auch. Packe ich alles dahin. Ne? Ach so. Ja. Ja, heute steht an, dass es langsam vorangeht mit der Bepflanzung hier in diesem Bauernhofpädagogik-Bereich. Angefangen mit der Hecke und was machst du gerade, Detlef? Weiß ich gar nicht. Ich verteile jetzt die Bäume Ach und ja. dann guckst du, ob sie dir da gefallen. Ja, ach ja, stimmt. Weil ich kann mir das mal so schlecht vorstellen. So, denn. Dann kannst du den Mutterboden holen. Und ich Genau. fange an. Ja, also ich fahre jetzt rum da hinten ein bisschen rum mit dem LKW und hole ein bisschen Erde. Weil hier haben wir gestern ordentlich den Boden ausgekoffert und da war jetzt nur Baustraße drin. Wir wollten eigentlich hier in den Rasen pflanzen, aber dann haben wir eben nur Schotter entdeckt. Und ja, jetzt müssen wir erstmal neue Erde holen und da können wir dann die Hecke einpflanzen.
auch. Er ist nicht tief drin, er hat rechtzeitig aufgehört, aber das sieht man schon, der schmiert nur, da fährt nichts mehr. Da hinten zu dem Berg, da wollen wir den Mutterboden holen. Er macht ihn gerade ein bisschen glatt. Hier sitzt er fest. Das dreht nur noch. Kommst du nicht mehr vor, wenn? Nee, dann kommt. Nee. Also, ich habe jetzt auch nicht zu viel gewühlt. Schwung geht alles. Ja, wenn du Schwung hast, aber wenn du keinen Schwung mehr hast. Und dann wäre er nämlich in der Rinne spätestens fest gewesen. Oh. Aber jetzt nicht mehr. Willst du mit dem Bagger rausziehen? Wir versuchen es mal. Nee, ich könnte ihn mit dem jetzt hier. Ich muss ja noch den Boden holen. Mit dem käme ich noch nicht aus. So. Jetzt hier den Mutterboden auf den LKW rauf und dann hoffen wir, dass er durch das Eigengewicht, dann drückt er ja schon ein bisschen auf den Reifen drauf, dass wir dann einfach vorwärts rausfahren können und wenn nicht, dann muss Sven Ole den rausholen mit seinem Trecker. So, das hier ist unser Max, unser neuer Kater. Ich glaube, seit eineinhalb Wochen bis jetzt bei uns, ne? Erstmal wurde er entwurmt. Heute soll er seine erste Impfung bekommen. Und es ist einfach schöner, irgendwie zwei Kater auch zu haben, auch für die Kinder. Und ich bin noch nicht ehrlich gesagt bereit, aber gut, ist so. Aber deswegen muss er auch komplett anders aussehen. Also jetzt keine rot-weißen. Mein Sohn wollte unbedingt, der muss genauso aussehen wie Pauli und auch Pauli heißen. Ich so, nein, wir suchen noch keinen neuen Pauli. Nicht. Komm her, alles gut. Ich weiß, komm. Also gleich geht's los zum Tierarzt. Ist aber knochentrocken, ne? Ja. Knochentrocken. Aber hier dran kann man also wunderbar den Klimawandel sehen. Selbst in die Tiefe. Überhaupt keine Feuchtigkeit, ja. Nichts drin, am Haufen alles abgelaufen, aber auch unten ist nichts mehr drin. Das heißt also, müssen wir nachher, einen Schlauch brauchen wir nachher, dass wir da bessern. Wäre natürlich schön, wenn da ein bisschen Humus drin wäre, aber da kommt eine Hainbuchenhecke rein und die kriegt noch besten Ökodünger dazu gleich und ein bisschen Kompost und dann werden die das auch schaffen. Wir können auch noch Gülle fahren vorher. Dann. Ja, aber dann bist du verantwortlich fürs Anwachsergebnis. Ich denke, das wird reichen. Wie viele hat er vorhin abgefahren? Nö. So, Versuch macht klug. Mal gucken. Ja, hat geklappt. So, da sind wir wieder. Ja, also Maxi hat jetzt eine Impfung bekommen. Zwei Tage muss sie jetzt so ein bisschen wirken. Dann darf ich die Beine zusammenführen. Bin gespannt. Es gab schon ein bisschen Gefauch beim Tierarzt. Ja, und also alles in Ordnung. Weil der eine muss ja erstmal gerichtet werden da wieder. Jetzt machen wir sie. Versuchen Sie ein bisschen gerade in die Reihe zu kriegen. Dann kommt Kompost oben drauf und dann Dünger und dann Kompost und dann Wasser und dann Hecke fertig. Und dieses Projekt wird eben gefördert oder tatsächlich zu 100% bezahlt. Aber es muss eben Bio sein, ne? Und deshalb Biogärtnerei und Bio-Pflanzgut und Bio-Pflanzenerde und so. Für den Betrieb an sich
bringt uns das in der Umstellung eigentlich nicht weiter. Also das hat damit jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Ja, ich bin sehr zufrieden. Also die Hecke ist schon der Burner, finde ich persönlich. Die Frage ist noch, ob wir jetzt noch ein bisschen mehr verlängern. Oh, das habe ich selber nachts. Und jetzt kommen noch die Sträucher. Ich kann mir das einfach vorher nicht vorstellen. Und jetzt, wenn man es so sieht und es gemacht, bin begeistert. Ich hoffe, ich kriege es auch gut gepflegt. So Leute, heute habt ihr wieder einen chaotischen Tag bei uns miterlebt. Ab 1.12. wird es noch chaotischer, weil dann sind wir nämlich ein Biobetrieb. Wenn ihr das weiterhin miterleben wollt, dann schaltet einfach ein, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen.